Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Wir befinden uns wiedermals, beziehungsweise immer noch in der Arktis und sind hier noch an der Umbauaktion zugange. Und nebenbei habe ich mir mal gedacht, kann ich auch das Sektorprojekt mal hier so ein bisschen, ja, fertigstellen. Mal eben schnell noch ein bisschen einkaufen hier. So, wir können hier auf jeden Fall noch aufstocken. Das machen wir auch noch. Ja, ein paar könnten wir eigentlich noch gebrauchen. Aber die stören mich hier immer noch, die 6. Die müssten eigentlich echt woanders hin. Ich bin schon gerade am Überlegen, ob wir hier das komplett abzotteln. Hier denn die ganzen Gebäude hinsetzen und hier oben dafür dann noch die Häuser. Dann machen wir das so, sieht besser aus. So, dann hier noch eine Straße hoch. Oha, ernsthaft? Keine Petrochemikalien mehr? Das ist jetzt übel. Denn ehrlich gesagt hätte ich das gar nicht erwartet. Ja, ist jetzt echt die Frage. Aber 6 Blocks kriegen wir hier unten nicht hin. Das ist gerade ja ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir stocken hier noch auf und dann gucken wir mal auf der zweiten Arktisinsel. Da wir hier ja sowieso jetzt einen leichten Ressourcenstopp haben. Aber immerhin, wir haben 11.000 Einwohner bis jetzt schon mehr. Stimulanzien müssen wir eh hochziehen. Konservennahrung auch. Der Rest dürfte eigentlich passen. Setzen wir hier nochmal eben die Reihe. Ab wann gibt es eigentlich hier das nächste Upgrade? 1,325. Na, da fehlen uns noch 13.000. Ja, Kryogeniklabor. Was machen wir mit euch? Oder Biokatalyst raufjagen. Und dann vielleicht... Na wohl, wir haben 6 Stück. Wenn wir das bei 3 verdoppeln, dann könnten wir uns 3 sparen. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was wir da machen. Ach Mist, jetzt wollte ich doch das Sektorprojekt da noch ein Momentchen weitermachen.
Oh Gott, das ist ja hier auch total Käse gebaut. Das ist ja richtig Käse hier. So. Das ganze Gebäude ist auch schief. Bauen wir jetzt einfach mal neu. Komm. So. Wir wollen ja alles schließlich optimieren und ob wir das jetzt machen oder später. So, Limit erreicht. Wenigstens so, dass wir eine Straße hier noch durchbekommen. Gefällt mir überhaupt nicht. Das hätten wir schon mal. Machen wir das nämlich so. Ach Mist, da kriegen wir gar keine Straße durch. So. Immer dieses elendige Mist bauen und na. Das ist total Hupe hier. Jetzt kommt hier noch eine Straße durch. Passt sogar zufällig genau ran. So. Wie viel haben wir jetzt hier? Minus 12. Bin ich jetzt vollkommen beeimert? Dann halt so. Und das passt auch. Ja gut, ein Modul hätten wir da jetzt noch mehr reingekriegt. Hatten wir vorher, glaube ich, auch sogar, aber naja.
So, da brauchen wir noch Tiefseekorallen mehr. Ach so. Ja, nee, da ist nur die Straße abgekappt. Okay. Dürfte so eigentlich passen. Das mache ich mal eben so. Ja, machen wir das so. Dann sind die Korallen auch wieder im Plus. Ja gut, Neuroimplantate haben wir jetzt noch ein bisschen Minus. Hier haben wir das schon optimiert gehabt. Ich weiß gar nicht, die Druckkammer, brauchen wir die überhaupt? Ja, verlänger mal. Hier haben wir einen Agrarbiokessel auf jeden Fall drauf. Wie viel haben wir denn überhaupt jetzt noch von Molybdän? Ach, genug. Obwohl ich schon fast am Überlegen bin. Oh, hier haben wir auch noch richtig schönen Platz. Herrlich. Dass wir hier vielleicht echt die Korallen komplett ausbauen. Brauchten wir ja für Stimulantien, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja. Weil wir ganz einfach den Platz dafür haben. Dann ziehen wir die Stimulantien hier hoch. Vor allem ja. Ach, haben wir ja sowieso hier. Na gut. Und dann hat sich das ja schon erübrigt. Dann werden wir hier oben noch die ganzen Korallen jetzt ansetzen. Das dürfte passen. Haben ist kein Iridium mehr. Na gut.